Willkommen zu einer neuen Folge Ultimative Epic Battle Simulator. Wir haben die Spartaner gegen die Riesenorks und die Orks und wir haben uns zu den Speermännern noch dazu geholt 250 Kängurus. Das ist schon mal krank. Okay, ich würde sagen, wir lassen die jetzt einfach mal gegeneinander kämpfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf alle Fälle können sie schon mal ganz schnell hüpfen. Okay, also ich würde mal sagen, die Kängurus machen jetzt nicht so den stärksten Eindruck. Mal gucken. Wir haben noch jede Menge Kängurus da hinten. Wo sind die Speermänner? Ich denke, ich bin wahrscheinlich wieder in der Ecke. Ja, ja, die macht da, da passiert wieder genau dasselbe. Die stehen da Schlange. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Obwohl jetzt ein paar von den Riesenorks da schon drauf gehen. Aber wenn die halt immer zuschlagen, dann sind doch gleich so ein paar von den Kängurus platt. Jetzt haben wir noch ein paar Spartaner. Ja. Würde heute wieder so ausgehen wie beim letzten Mal. Und wieder ist es genau dasselbe, dass die da hinter der Mauer stehen. Und warten, bis da einer rumkommt. Noch 8 Einheiten, die 8 Einheiten, das sind garantiert wieder 6 Einheiten. Und wieder hinter rennen. Was sind das denn? Okay. Das sind noch ein paar Spartaner. Die sich mit den anderen Orks abgeben. Bleiben noch jede Menge Orks übrig. Okay. Dann gucken wir mal, wenn wir noch mit einsetzen. So, wir haben jetzt zu den Spartanern, den Kängurus, den Speermännern, haben wir noch dazu geholt. Jetzt Schildkröten, 250 und Fußvolk. Und mal schauen wir, wie das ausgeht. Ich bin erstmal gespannt, was machen wir. Wie kommen die hier hinten eigentlich ran? Okay, das sehen wir gleich. Auf geht's. Die müssen... Ah, scheiße platziert. Die müssen jetzt erstmal alle da hinten rumrennen. Okay. Von da kommen die anderen Orks. Die rennen jetzt da lang. Und rennen wir nach links auf die Orks drauf zu. Ah, okay. Jetzt könnte es hier etwas interessanter werden. Aber die Orks hauen die mal so. Ja. Einfach mal so runter. Das ist eine relativ enge Stelle. Was gut für die Spartaner sein sollte.
kann ich wirklich so viele Orks angreifen? Kommt von hinten ran. Also hier würde ich sagen, sieht es mal ganz gut aus. Wie sieht es da vorne aus? Da liegen so ein paar Orks in der Gegend rum. Was geht hier ab? Hier haben wir die... Oh, die Kängurus sind auch schon wieder hin. Die gigantischen Orks sind einfach mal eine Runde zu gigantisch. Da kommt ein Sperrmann. Die Sperrmänner haben sich da hinten... Nee, oder? Die haben da nicht gewonnen. Alter, hier rennt der eine Sperrmann durch die Gegend. Die anderen stehen da rum. Schildkröten sind alle Geschichte. Und die letzten zwei Sperrmänner. Okay. So, die... Okay. Die Schlacht entscheidet sich jetzt da hinten. Das Ding ist, es kommt von hinten die großen Orks und dann ist... Ja, jetzt sind die natürlich wieder... Ja. Die gigantischen Orks sind immer noch zu heftig. Die anderen hätten sie eventuell weggekriegt. Fünf, vier, ne? Die vier, die stehen jetzt wieder irgendwo hier hinten rum, wo keiner hinkommt. Wenn die schon so alle vor der Wand stehen. Okay. Also auch das hätten die Orks mal wieder gewonnen. Gut. Dann müssen wir da doch noch ein bisschen mehr zur Sache gehen. Okidoki. Das war's jetzt mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.